Man sollte meinen, das Schneiden mit dem Winkelanschlag sei ungefährlich. Ich zeige dir aber jetzt, dass es auch hier schnell zu Verletzungen kommen kann. Achte immer darauf, dass du ein Splitterholz verwendest, das etwa die gleiche Höhe hat wie das Werkstück. Nur so kannst du die Schutzhaube ganz absenken und sicherstellen, dass nach dem Schnitt noch alle Finger an deiner Hand sind. Okay, schneide das Splitterholz an. Nimm das Werkstück und lege es an die Rissmarkierung. Entferne jetzt das Werkstück mit dem Stoßholz. Gut gemacht.